gefragte Entscheidungen beim Mountainbike-Festival Serfaus Fisladis. Als erste gingen die Downhill-Racer im Finale des IXS Rookies Cup auf die 1,5 Kilometer lange Strecke. Ein heftiger Regenguss sorgte dafür, dass den jungen Teilnehmern wirklich alles abverlangt wurde. Und so mancher Favorit musste den schwierigen Bedingungen Tribut zollen. Ja, heute war ich echt voll motiviert und ich dachte, heute bringe ich es gescheit runter. Dann bin ich leider oben in der Mittelsektion bin ich leider nicht mit dem Klick reingekommen. Und dann war es ein bisschen wackelig. Dann hat es mich leider aufgestellt und unten habe ich probiert, alles nochmal zu geben. Aber ja, das ist Rennen fahren. Das Rennen war sehr, also am Start habe ich gedacht, das wird sehr schwer zu gewinnen, weil mein Bruder ja auch sehr schnell ist und ja, dann bin ich runtergekommen und dann war ich Erster, also es war sehr erlösend. Ja, die Nerven liegen blank, Herzpuls ist ja ca. bei 200 gewesen. It was hard. There's a lot of fast guys here, and I thought, yeah, it's gonna have to be a real good run to beat them. So I'm just really glad I put one down. Every year it's just getting better and better. I absolutely love this place. One of the favorite bike parks I've ever ridden. So I'm just on a massive high right now. Nach den Downhillern waren die Slopestyler an der Reihe. Es galt wertvolle Punkte für die FMB World Tour zu sammeln. Und für den Best Trick gab es eine Wildcard für den White Style 2016. Beide Siege konnte der Österreicher Bernd Winkler für sich verbuchen. My first round was really bad luck for me because on the second feature my pedal is broken down and so I can't finish my first run and had to fix my bike. And the second run worked really well, I think, and it was really good. Am Sonntag steht mit den IXS International Rookies Championships das große Finale am Programm. Dann wird der inoffizielle Jugendweltmeister im Downhill gekürt. Ja, heute war ich echt voll motiviert und ich dachte, heute bringe ich es gescheit runter. Dann bin ich leider oben in der Mittelsektion bin ich leider nicht mit dem Klick reingekommen. Und dann war es ein bisschen wackelig. Dann hat es mich leider aufgestellt und unten habe ich probiert, alles nochmal zu geben. Aber ja, das ist Rennen fahren. Das Rennen war sehr, also am Start habe ich gedacht, das wird sehr schwer zu gewinnen, weil mein Bruder ja auch sehr schnell ist und ja, dann bin ich runtergekommen und dann war ich Erster, also es war sehr erlösend. Ja, die Nerven liegen blank, Herzpuls ist ja ca. bei 200 gewesen. It was hard. There's a lot of fast guys here, and I thought, yeah, it's gonna have to be a real good run to beat them. So I'm just really glad I put one down. Every year it's just getting better and better. I absolutely love this place. One of the favorite bike parks I've ever ridden. So I'm just on a massive high right now. My first round was really bad luck for me because on the second feature my pedal is broken down and so I can't finish my first run and had to fix my bike. And the second run worked really well, I think, and it was really good.
Ja, heute war ich echt voll motiviert und ich dachte, heute bringe ich es gescheit runter. Dann bin ich leider oben in der Mittelsektion bin ich leider nicht mit dem Klick reingekommen. Und dann war es ein bisschen wackelig. Dann hat es mich leider aufgestellt und unten habe ich probiert, alles nochmal zu geben. Aber ja, es ist Rennen fahren. Das Rennen war sehr, also am Start habe ich gedacht, das wird sehr schwer zu gewinnen, weil mein Bruder ja auch sehr schnell ist und ja, dann bin ich runtergekommen und dann war ich Erster, also es war sehr erlösend. Ja, die Nerven liegen blank, Herzpuls ist circa bei 200 gewesen. It was hard. There's a lot of fast guys here, and I thought, yeah, it's gonna have to be a real good run to beat them. So I'm just really glad I put one down. Every year it's just getting better and better. I absolutely love this place. One of the favorite bike parks I've ever ridden. So I'm just on a massive high right now. Ja, heute war ich echt voll motiviert und ich dachte, heute bringe ich es gescheit runter. Dann bin ich leider oben in der Mittelsektion bin ich leider nicht mit dem Klick reingekommen. Und dann war es ein bisschen wackelig. Dann hat es mich leider aufgestellt und unten habe ich probiert, alles nochmal zu geben. Aber ja, es ist Rennen fahren. Das Rennen war sehr, also am Start habe ich gedacht, das wird sehr schwer zu gewinnen, weil mein Bruder ja auch sehr schnell ist und ja, dann bin ich runtergekommen und dann war ich Erster, also es war sehr erlösend. Ja, die Nerven liegen blank, Herzpuls ist circa bei 200 gewesen. It was hard. There's a lot of fast guys here, and I thought, yeah, it's gonna have to be a real good run to beat them. So I'm just really glad I put one down. Every year it's just getting better and better. I absolutely love this place. One of the favorite bike parks I've ever ridden. So I'm just on a massive high right now.
Ja, heute war ich echt voll motiviert und ich dachte, heute bringe ich es gescheit runter. Dann bin ich leider oben in der Mittelsektion, bin ich leider nicht mit dem Klick reingekommen. Und dann war es ein bisschen wackelig. Dann hat es mich leider aufgestellt und unten habe ich probiert, alles nochmal zu geben. Aber ja, es ist Rennen fahren. Das Rennen war sehr, also am Start habe ich gedacht, das wird sehr schwer zu gewinnen, weil mein Bruder ja auch sehr schnell ist und ja, dann bin ich runtergekommen und dann war ich Erster, also es war sehr erlösend. Ja, die Nerven liegen blank, Herzpuls ist circa bei 200 gewesen. It was hard. There's a lot of fast guys here, and I thought, yeah, it's gonna have to be a real good run to beat them. So I'm just really glad I put one down. Every year it's just getting better and better. I absolutely love this place. One of the favorite bike parks I've ever ridden. So I'm just on a massive high right now.